One day I met a man and he and I started talking. Es war so, ich eröffnete in Hollywood den allerersten Salon für Männer in ganz Amerika. Bisher gab es Barbershops, in denen das Schneiden $1 gekostet hat. Wir haben dagegen $10 berechnet. Das war damals noch undenkbar. Wir haben Haare gewaschen, gestylt, getrocknet, gesprüht, spezielle Bio-Shampoos und Conditioner aufgetragen. Und plötzlich haben wir die größten Stars der Welt angezogen. Frank Sinatra, Marlon Brando, Steve McQueen, nur solche Leute, Paul Newman, Roy Orbison, Glen Campbell. Ich war 20 Jahre alt, verdiente Geld und hatte eine tolle Zeit. Ich entwickelte mein Handwerk als Friseur immer weiter. Und dann kam dieser Tag im Jahr 1964. Es klingelte mein Telefon im Salon. Am anderen Ende der Leitung sagte eine Stimme zu mir: Hey Larry, ich sitze hier gerade mit Elvis Presley in seinem Haus. Möchtest du hochkommen, um dich um seine Haare zu kümmern? Ich dachte mir nur: Oh mein Gott. Elvis ist der größte Star. Er ist der Star unter den Prominenten. Sogar die Prominenten wollen ihn treffen. Ich habe dann geantwortet: Ja, das würde ich sehr, sehr gerne. Ich hatte zwar einen Termin, um Peter Sellers Haare zu machen, aber den habe ich einfach abgesagt. Ich sagte meinen Empfangsdamen: Sagt Peter, dass ich jetzt nicht kann. Ich rufe ihn später an. Es war mir egal. Es hätte der Präsident der Vereinigten Staaten sein können. Ich wollte mit Elvis zusammen sein. Also fuhr ich zu seinem Haus in Bel Air, ging hinein und da stand er. Er ging auf mich zu, streckte mir seine Hand aus, genauso wie er es 8 Jahre zuvor getan hatte, als ich noch ein kleiner Junge war. Hat er sich an dich erinnert? Ich bin mir sicher, das hat er nicht. Er hat Tausende von Menschen getroffen. Er sagte: Hi, ich bin Elvis Presley. Und ich antwortete: Hi, Elvis. Aber dabei hatte ich einen totalen Flashback von diesem schwachen und leisen Hi, Elvis, als ich ein Kind war. Wir gingen in sein Badezimmer und ich begann, seine Haare zu stylen. 45 Minuten lang. Er hatte unglaublich schöne Haare. Aber nicht nur das. Das Aussehen, die Haare, die Stimme, die Fans. Er hatte einfach alles. Ich wurde immer aufgeregter. Aber ich weiß, wie ich meinen Job zu machen habe. Zum Glück. Also stylte ich Elvis die Haare, schaute in den Spiegel und sagte am Ende: Was denkst du, Elvis? Er meinte: Großartig, großartig. Dann drehte er sich zu mir um und fragte: Warte mal einen Moment. Wer bist du eigentlich wirklich, Larry? Worum geht es dir wirklich im Leben? Und da wurde ich richtig nervös. Das war eine der persönlichsten Fragen, die man einer Person stellen kann, die man gerade erst kennengelernt hatte. Und ich habe mir nur gedacht: Oh mein Gott, ich bin hier im Badezimmer von Elvis Presley? Ich mache seine Haare und er stellt mir wirklich diese persönlichen Fragen? Ich sagte: Elvis, ich begann ein wenig zu stottern, du weißt, was ich beruflich mache. Ich gehe in meinen Salon, ich frisiere Prominente wie Peter Sellers, Roy Orbison. Aber ich weiß, was du mich fragen willst. Ich verstehe deine Frage. But I know what you're asking me. I understand your question. And to tell you, ich antwortete ihm: Um dir die Wahrheit zu sagen, ich arbeite für die Wahrheit des Lebens. Warum sind wir hier? Haben wir wirklich eine Seele? Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Ich meine, ist das ganze Leben vielleicht nur sowas wie ein Unfall? Oder gibt es einen göttlichen Plan hinter allem? Ich lese viele Bücher. Ich lese ständig, egal ob geistliche, religiöse oder philosophische Bücher. Ich meditiere, ich bete, ich bin Vegetarier. Ich tue alles, was ich kann, um den Sinn des Lebens zu finden. Nun konnte ich vor Nervosität kaum noch sprechen. Ich sagte: Elvis, warte mal, ich weiß, wer du bist. Du bist der größte Star auf dieser Erde. Das alles, das klingt für dich doch wahrscheinlich total kitschig. Er aber sagte zu mir: Nein, nein, du hast ja keine Ahnung. Ich muss einfach wissen, wer du bist, was du zu sagen hast. Darum, bitte rede weiter. Naja, und das habe ich gemacht. Wir haben über 2,5 Stunden geredet.
Er hat mir von seiner Kindheit erzählt und wie er in Armut aufgewachsen ist. Von seinem Vater, der mit zwei Händen eine Hütte aufgebaut hat. Sie hatten keinen Strom, sie hatten kein fließendes Wasser. Nach diesem Gespräch habe ich mich mit Elvis Presley wirklich verbunden gefühlt.